Jo, meine Freunde, what's going on? Wir reagieren heute auf Chumbrock hier. Der hat nämlich ein Video gemacht. KuchenTV hat sie geschlagen. Der Beweis ist halt eine Reaction auf das APK-Video. Und da gucken wir rein. Boah, sehr laut, ne? Boah, scheiße. Leute, was geht? Ich bin wieder zurück aus Antalya und wir reagieren jetzt auf ein neues Video von ABK. Der Krieg geht weiter, meine Damen und Herren. KuchenTV hat sie geschlagen. Der Beweis. Ich bin echt gespannt. Und an die Zuschauer von KuchenTV, die ständig meine Videos kommentieren aufgrund der Videos von KuchenTV im Sinne von ja, yeah, du wurdest zerstört, du wurdest das, du wurdest das. Alles klar, schon wurde ich zerstört. Mal gucken, vielleicht gibt es ja ein kleines Statement am Ende des Videos. Ich bin echt gespannt und heiß. Und an der Stelle, ich bin heute live um 22 Uhr. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. Und erzähle die Story weiter, die letztens ja ein bisschen viral gegangen ist auf meinem Kanal. Okay, los geht's. Ja, in jedem seiner Videos seit... Wie oft hast du sie geschlagen? Boah, ja, weiß nicht. Hattest du schon mal, hast du schon mal jemanden Doggy genommen? Und dann so auf den Po gehauen? In einem Jahr sagt er, jetzt werdet ihr alle auseinander. Weiß ich nicht, dann mach doch mal. Jetzt, dann fang doch mal an. Fesselspielchen. Heute befriedige ich all die Fetische von KuchenTV. Ich sage ihn auch schon seit gefühlt einem Jahr. Abwarten, er soll ernst machen. Dies, das, Bruder. Er macht Video über mich auf seinem Hauptkanal. Verdreht die Tatsachen. Das Video macht nur 20.000 Aufrufe, Bro. Wallah. Der Streit mit mir und Kuchen wird niemals aushalten können, glaube ich. Bro, damals, als KuchenTV Videos gemacht hat, über Leute 300, 400.000 Aufrufe, 100.000, Bro. Das machen wir mit einer Meme-Reaktion. Ich küsse dein Herz. Er ist es gar nicht wert, Alter. Oh. Ja, ich bin es halt gar nicht wert, deswegen wird ja auch ständig auf Themen reagiert, wo ich dabei bin. Lole, dankeschön für die 3:33 Euro, für die Anwaltskosten. Super, dann kann ja schon mal 2 Minuten arbeiten. Nein, Spaß, dankeschön. Dankeschön, Ehre. Denn heute... Aber ja, wenn ihr mir Geld spenden wollt, aber nicht für die Anwaltskosten oder so, wenn dann einfach, weil ihr mich unterstützen wollt, weil, ja, wie gesagt, also das... Ich will da auch kein Spendenziel machen, weil Real Talk, wir bräuchten halt 20.000 Euro und ganz ehrlich, also, ne, klar, ich denke auch, dass ABK das vielleicht irgendwo verdient hätte, aber... Weiß nicht, wenn ich jetzt überlege, dass wir halt 20.000 Euro dann für sowas sammeln, wenn wir auch 20.000 Euro für, keine Ahnung, die Krebsforschung oder sowas sammeln können, weiß nicht, würde ich mich halt schlecht fühlen, ne? Ja, Max, dir dem lustig, Digga. Werde ich einfach mal das Geheimnis lüften, aber dafür muss ich natürlich erstmal mich befreien. Ah ja, und wie gesagt, zu Chumbrock, also wie gesagt, ich finde es lustig, wenn ich dann so egal und irrelevant bin, finde ich das weird, dass er ständig auf Themen reagiert, wo ich mit zu tun habe, weil dann reagiert auch nicht drauf oder hast du nichts anderes. Das ist schon sehr, sehr komisch. Und was ich da aus dem Zusammenhang gerissen hätte, wüsste ich auch wirklich gerne. Aber naja, wird er uns halt leider nicht sagen, ne? Weil das ignoriert er ja lieber. Zufällig. Weil noch KuchenTV ist es ja nicht so weit. Aber heute ich mache ein Video ganz unvorbereitet, wie immer einfach rein da. Es geht nämlich um KuchenTV, aka Frauen-TV. Dann hat er mich aufs Bett gedrückt, ist über mich. Ja, das muss ich alles wieder zensieren, ne? Geschlagen. Und hat mich getreten. Ja, auch cool, dass Chumbrock sich da auch einfach über Gewalt gegen Frauen lustig macht und das ins Lächerliche zieht. Finde ich stark, Digga. Finde ich sehr stark, ne? Sehe ich doch meinen Körper überall. Also, KuchenTV auch an seinen Anwalt René Rosenau. Schöne Grüße. Du kannst diese ersten paar Sekunden des Videos direkt deinem Anwalt... Weißt du, guck mal, sowas checke ich auch nicht. Warum hat er jetzt den Namen von meinem Anwalt gesagt? Also, was will er jetzt damit? Als ob das jetzt so eine krasse Information ist. Vor allem, der hat das auch in einem alten Video schon mal unzensiert gelassen. Also das ist jetzt nicht mal eine neue Sache. Schattenkönig, dankeschön für die 3,33 €. Ich will dir Bescheid geben, dass ich dich offiziell als Frauenschläger bezeichne, weil du auch ein Frauenschläger bist. Hat mich dann hochgezogen und gegen die Wand gedrückt und mein Kopf mehrfach gegen die Wand. Seht dieses Video einfach als ein Beweis dafür. Offiziell in Deutschland, KuchenTV hat seine Freundin geschlagen. Und ich habe auch mitbekommen, KuchenTV wollte eh seinen Kanalnamen ändern. Ich habe einen perfekten Namen für dich. FrauenschlägerTV. KuchenTV, was muss das für ein Gefühl sein, zu wissen, dass deine eigene Ex-Freundin, mit der du jetzt ein Kind hast, zu ihren Freundinnen gegangen ist und dann mit denen geredet hat, so, oh, mein Freund hat mir das gemacht. Und ihre Freundinnen sagen dir, Gina, meine Liebe, ich habe dir von Anfang an gesagt. Die soll ja jetzt auch das Ordnungsamt auf den gesetzt haben. Ordnungsamt? Sagen wir das in den Jugendamt, was Ordnungsamt, Digga. Ja, damit das Kind nicht mehr bei KuchenTV bleiben muss, weil es wohl bei ihm zu Hause sehr unordentlich ist. Und das Ganze wird auch öffentlich von ihm geschlagen. Weißt du, was ich meine? Was für eine tolle Beziehung. Der Typ ist ein Nacht. Ja, auch, guck mal, er sagt zu mir Sachen aus dem Sommer gerissen, so, das stimmt einfach gar nicht, warum das Jugendamt da gewesen ist. Bei mir ist es auch nicht unordentlich. Und es geht auch nicht darum, mir meinen Sohn halt komplett wegzunehmen. Stimmt einfach gar nicht so. Einfach gerade gelogen. Einfach gerade eine Unwahrheit verbreitet. Die beiden hatten natürlich... Es ist weg von dem. Er hat dich damals so geschlagen und du hast noch zu ihm gestanden. Und guck mal jetzt, was er mit dir gemacht hat. Der ABK hatte... ABK, danke für die 3,31 €. Ja, ich hab's nicht gelesen. Irgendwas mit einer Eva-Community. Echt? Ja, vor allem, was ist eigentlich mit euch los? Ich schwöre, ich habe Real Talk in den letzten 6 Monaten, glaube ich, keine Ahnung, gefühlt 50 Euro per PayPal-Spenden bekommen. Und jetzt irgendwie seit 2 Wochen erst wieder. Also dann aber auch fast in jedem Streamer so ein 10er, mal ein 5er, so, wo kommt das auf einmal her? So, also so vorher so gar nicht. Die hatte recht. Wie fühlt sich das an? Die Freundinnen deiner Ex-Freundin. Ja, da übrigens, also mir sind halt jetzt erst viele Sachen aufgefallen, die ich in der ersten Reaction zu ABK nicht gesagt habe, weil ich mache ja gerade ein Video dazu, also deswegen habe ich mir das ja nochmal angeguckt. Ich finde das auch krank, dass ABK
hat ja mir gesagt, ja, du bist so arrogant und du nimmst das Internet so ernst. Guck mal, er sagt da einfach so, ja, ABK hatte recht. So, warum sollten die Freundinnen von Gina sagen, ja, ABK hatte recht? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Also erstmal, wenn, dann kennen mich die Freundinnen ja selber, das ist schon mal das Ding so. Das heißt, oder Gina hat ja auch dann Dinge über mich erzählt oder so. Als ob die wirklich im Gespräch sitzen und sagen, Gina, es tut mir wirklich leid, aber ABK hatte einfach recht mit den Videos, die er gedreht hat. So, hä? Digga, wie kann man denn so krass arrogant von sich selbst überzeugt sein? Vor allem, ich glaube, niemand so im Real Life jetzt von unseren Leuten juckt sich für diese Videos so, als ob man deswegen so Schluss macht. Ey, es ist krass, wirklich. Wahrscheinlich sogar noch ihre Eltern haben gesagt, der ABK hatte recht. Nicht du von ihr, sie hat sich von dir. Deswegen sind die auch alle im ABK-Mensch immer rumgelaufen. Jetzt schicke ich das eher. Getrennt. Durch meine Videos hat sie gesehen, was du für ein ekelhafter Chef. 100%, Bruder. So, diese Filme, die er geschummert hat, im Sinne von, nein, jede Beziehung hat Probleme und es lag nicht daran, dass wir halt öffentlich Streit hatten und dieses ABK-Ding das ganze Ding unter Druck gesetzt hat. Bro, egal was der Junge sagt, meiner Meinung nach, okay? An der Stelle, Bruder, er hat mir auch gedroht, mich anzuzeigen, mich abzumahnen, dies, das. Habe ich einfach nicht, auch einfach wieder falsch. Ding ist auf TikTok viral gegangen, er wurde ausgelacht, er hat es noch immer nicht getan. Weißt du, ich meine? So, die Videos, die er hätte abmachen können, sind rausgegangen von mir, ich bin ja kein Idiot. Weißt du, ich meine? Das Heulvideo von ihm, was überall auf YouTube entfernt war, war auf meinem Kanal. 400.000 Aufrufe oder so, habe ich mit 3.000, 4.000 Euro von dir dann gekuchen. Ja, Bro, was ich sagen möchte ist, Bruder, am Ende des Tages ist... Der stimmt einfach gar nicht. Digga, guck mal, das ist so... So Leute wie John Broke sind, also ich weiß, wie man sagen soll, die sind wirklich, das sind einfach Heuchler. So, das sind wirklich einfach absolute Heuchler. So, das Ding ist, was er halt meint, ist, dass ich irgendwie in der Reaction gesagt habe, so, ja, das lasse ich jetzt auf jeden Fall abmahnen. Aber halt auch schon in so einer ironischen Stimme. Ihm wird auch klar sein, dass es halt einfach nur ironisch gemeint ist. Er verkauft es jetzt aber vor seinen Zuschauern als echt, um quasi sagen zu können, ja, guck mal hier, der traut sich gar nicht dagegen vorzugehen. Das ist so ein trauriges Wesen, wirklich. Also, John Broke, du tust mir Real Talk einfach leid, weil das super viel über deinen Charakter aussagt. Sorry dafür auf jeden Fall. Also für den Charakter. Echt, tut mir leid. Ist er dafür verantwortlich, dass ich getrennt habe. Egal, was er seinen Kinderzuschauern oder seinen jugendlichen Zuschauern oder erwachsenen Zuschauern beibringen will mit, nee, Beziehungen können immer scheitern, dies, das. Wir haben uns schon länger nicht gut verstanden, ist gelogen. Die sind unter Druck gesetzt worden von ihm, so. Wegen YouTube-Beef, Bruder. Wegen YouTube-Aufrufen. Weißt du, ich meine? Bro, diese Leute, die bei mir kommentiert haben mit, der ist dumm, oder die Leute kommentieren, der... Ja, es ist, weißt du, es... Das Ding ist so, er denkt wirklich so, ne? Weißt du, ich denke mir halt auch, also das denke ich mir generell auch, wenn ich so Leute meine Story packe und so, ne? Ich frage mich immer, sind die Leute wirklich so dumm? Oder macht er das jetzt zum Beispiel nur, um mich zu triggern oder um mich schlecht zu reden? So, ich verstehe das irgendwie, also ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Weil, also klar, John Brooke hat vielleicht jetzt noch nie eine Freundin gehabt oder so. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen, bei dem tollen Charakter, um ehrlich zu sein. Also die Frauen müssen eigentlich Schlange stehen. Aber, also trotzdem muss man doch merken, was man da für einen Schrott labert. Hä? Also, ich meine, ich kann halt auch nicht mehr dazu sagen, außer dass es uns halt kackegal war, was ein ABK oder sonst irgendwas dazu gelabert hat. Also, es juckt halt einfach nicht. So, Bro, wir waren 6,5 Jahre zusammen. Selbst nach diesem Streit, so und nach den Livestreams und so weiter, waren wir noch 3 Jahre zusammen. Aber jetzt plötzlich, wo wir sogar ein Kind haben, zusammen wohnen, wir zusammen in ein Haus ziehen wollten, jetzt plötzlich machen wir deswegen Schluss oder was? Also, es macht ja alleine argumentativ, macht das wirklich keinen Sinn. Und das checkt so ein Chan Broke nicht. So, das finde ich halt wirklich so schade, weil du halt einfach merkst, dass der immer noch mega getriggert ist. Mopskeks, dankeschön. Er ist einfach immer noch getriggert, weil ich da das Video über Dubai von ihm auseinandergenommen habe. Finde ich, zeigt einfach den Charakter. Ey, tut mir leid, dass du mir so eine gute Vorlage gegeben hast, ja? Was soll ich machen, Bro? Wenn eine Bitch darum bettelt, gefickt zu werden, dann macht man halt mal. Er kann nur schreien. Ich habe mit einer Reaktion ihn aus der Fassung gebracht, Bruder. Mit einer Reaktion. Weißt du, ich meine? Ob ich geschrieben habe, ändert nichts an den Fakten, die ich in den Videos gesagt habe. Weißt du, ich meine? Nee, da waren gar keine Fakten. Bruder, man kann feindliche Zuschauer gar nicht überzeugen so. Bleibt alle in eurer Bubble. Folgt KuchenTV. Bleibt da, wo ihr seid, aber bleibt uns gespart. Weißt du, ich meine? Klar könnte man sie überzeugen. Aber einfach 10-mal zu sagen, dass man die Beziehung kaputt gemacht hat und dass man es mir gönnt und dass ich Depressionen habe, überzeugt jetzt halt eher dümmere Leute. Aber da sind die ja bei dir eigentlich auch an der richtigen Stelle. Derbiger Typ ist und sich gedacht, boah, was habe ich die ganzen Jahre da in meinem Bett neben mir gehabt? Das, was sich eigentlich Frauen immer im besten Fall nach der ersten Nacht denken sollten, hat sich deine Freundin leider erst gedacht, nachdem sie ein Kind mit dir gezeugt hat. Und herzlichen Glückwunsch, Einscheidungskind, mehr was es hier gibt, weil der Vater in der Ja, das ist übrigens auch geil. Da finde ich auch die Doppelmoral von ABK so krass. Er hat ja vorher gesagt, ja, wegen mir haben die Schluss gemacht. Und einen Satz später sagt ihr, ja, Einscheidungskind, mehr Glückwunsch. Und das ist ja quasi so Fronten gegen mich im Sinne von so, ja, gut gemacht, Kuchen, jetzt ist wieder ein Kind da, was nicht beide Eltern hat.
Aber du hast doch einen Satz vorher gesagt, dass du unsere Beziehung kaputt gemacht hast. Also bist du ja daran schuld, dass es ein Scheidungskind mehr gibt und nicht ich. Das macht also auch wieder überhaupt keinen Sinn. Das ist so, Digga, Mann. YouTube-Welt von einem dicken, fetten Marokkaner namens Dickes Plus, das ABK, so richtig hart wurde. Ja, stimme ich ihm zu. Und was hat der liebe KuchenTV danach gemacht? Er dachte sich, okay, tamam, ABK hat mich so hart, die Army hat mich so hart, ich gehe jetzt einfach die Anwaltskarte ziehen. Der Typ wollte mich einfach nur einschüchtern. Es gibt feige Leute, die kommen mit irgendeiner Großfamilienpolitik und versuchen dich dadurch einzuschüchtern. Oder es gibt auch so Topcakes wie KuchenTV, die versuchen dich dann mit Anwälten irgendwie einzuschüchtern. Gib doch mal bitte folgende Szene von KuchenTV. Ja, aber guck mal, das ist so eine Sache, die ich halt dann noch weniger verstehe. Wir machen mal hier nur Follower-Chat dann, also für Leute, die mir seit 0 Minuten folgen, müssen einfach nur folgen, damit die Mods mal ein bisschen weniger zu tun haben. Wirklich, die Dummheit, tut mir auch leid für die Mods, das wird jetzt noch eine Woche so weitergehen. Also ABK ist selber... Ist schlimm, wirklich, die Leute sind strunzdumm von Chumbroke und ABK und so, es ist wirklich schlimm, muss ich sagen. Er sagt, dass er kein Geld hat oder super wenig Geld hat. Warum lässt er sich dann auf solche Gerichtsprozesse ein? Wenn er direkt diese Unterlassungs... Vor allem, guck mal, hier müssen wir auch überlegen, was ich übrigens auch daran geil finde... Die Reaction kam vor 10 Minuten. Was ich daran geil finde, er ist halt hier. Boah, warte, das will ich checken, warte. Ich will checken, wie viel von diesem Video hat er gesehen. Wann hat er gemerkt, dass ich das hochgeladen habe? Warte mal. KuchenTV Uncut. ABK und Heikels Kindergarten-Talk. Warte, Kindergarten-Talk. Ich will gucken, wie weit er das geguckt hat. Müsste ja, also ich glaube, die Auflösung ist ja die gleiche, oder? Warte mal. Boah, jetzt muss ich mal hier gucken. Also er hat das Video ungefähr 8 Minuten 20 gesehen. Bruder, das Video kam vor 10 Minuten raus, er hat 8 Minuten 20 davon gesehen, weil er einfach ein Fan ist, Digga. Man kann das halt wirklich, man kann wirklich sagen, was nur, er ist einfach ein Fan. So, ich weiß jetzt nicht, ob das das Abendvideo oder das Tagvideo gewesen ist, keine Ahnung, aber, Digga, er ist halt direkt eine Minute später, war einfach am Start und hat sich das Video angeguckt. Danke, ABK, ja. Und er disliked das, obwohl er erst 8 Minuten gesehen hat. So, ja, da würde mich ja mal der Grund interessieren auch. Klage unterzeichnet hätte. Weil man sieht die Dislikes halt nicht mehr. Ich schwöre, er disliked wirklich jedes Video von mir. Stimmt, das ist Abendvideo, 1951. Du hast recht, Junge, kranker Typ, Alter. Junge, Cybermorg hier, aber ganz klug unterwegs. Lady Nis Nikasan, Dankeschön. Ich glaube, ich mache das Ding mal hier runter. Da macht es, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Ich muss es unter Chumbroke. Ja, es zeigt halt viel von ABK irgendwie. Ne? Direkt gesagt hätte, okay, ich bin bereit, eine Summe zu zahlen. Lass es von mir aus 8.000 Euro sein. So, oder 10.000. Irgendwie sowas, vielleicht auf 5. Bonsai-Träume, dankeschön. Ach, du kannst mich weil ich auf YouTube... Warum sollte man dir überhaupt einen Cent geben? Hat er doch. Leute, dankeschön. Wovon ich nicht so viel habe wie du, nämlich Geld. Er will mich einmal so einschüchtern, nachdem du doch das ganze Geld nicht hast. Dann unterschreib doch einfach die Unterlassungserklärungen und red nicht mehr über mich. Sein Kollege, der mich vor Gericht... Aber red nicht über mich. Ich schick dir Sachen ohne Ende zu, okay? Bin aber ein YouTuber, der seine Karriere darauf aufgebaut hat, Leute zu kritisieren, zu zerstören. Der hat das vor 2 Jahren gemacht, vor 3 Jahren war's. ABK hat mich aber nicht kritisiert. ABK wollte die Mifins Real Life ziehen, in der Hoffnung, dass irgendwelche Leute mich im Real Life beleidigen, fertig machen, hat damit in Kauf genommen, dass mein Sohn im Real Life beleidigt wird, fertig gemacht, geleakt wird. Ich weiß nicht, ob Chumbroke das halt nicht versteht. Oder ob er es nicht verstehen möchte, so, es ist wirklich, also, ich weiß, ich habe ja früher mal mit ihm zu tun gehabt, ich habe den gar nicht so dumm in Erinnerung, ich weiß nicht, was in der Zeit passiert ist. Ich meine, Sucht hier ist, glaube ich, relativ viel Zucker drin, ne, ich weiß nicht, vielleicht ist er da irgendwie ein bisschen wuschig oder so geworden, ich glaube, oder ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Zucker da drin ist. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass da relativ viel drin ist, aber ich weiß es nicht. Finde ich krass. Also, ich weiß nicht, so, das ist, ich verstehe es nicht. Dankeschön, Haslamburg, für 3,33 €. Hier, 331 und eine Münze. Achso, nein. Sein Content ist immer noch so, Bro. Er kritisiert ständig Leute. Weißt du, ich meine? Und Leute, die Leute kritisieren, das machen wir auch, haben nicht das Recht, Leute abzumahnen, Bruder. Haben nicht das Recht. Es ist einfach so. Da sagt zum Beispiel... Ja, vor allem habe ich das Ding ja sogar schon zurückgezogen und habe ihm sogar ein Friedensangebot gemacht, ne? Also ich finde es immer sehr, sehr schade, weil Chumbroke... Also es ist ja Real Talk so, wirklich. Und das meine ich jetzt gar nicht böse so. Chumbroke ist einfach immer noch getriggert davon, dass ich ihn kritisiert habe. Weil vorher... Suchte gibt es auch in Zero? Okay, das ist ein Punkt. Weil vorher, bevor dieses Dubai-Video von mir gekommen ist, war ich ihm egal. Er hat mich jetzt nicht supported oder so, aber ne, er war schon positiv gegenüber mir eingestellt. Und Real Talk, seit diesem Video, was ich über ihn gemacht habe, wo er mich danach ja auch angeschrieben hat, glaube ich, und da halt irgendwie jetzt nicht so richtig so Stress im Sinne von schlagen wollte, ich meine, er hat aber Stress gemacht so, ist er richtig negativ eingestellt und nutzt alles, was er gegen mich nutzen kann, um irgendwie zu fronten, mich fertig zu machen. Und lässt dabei halt meine Seite einfach komplett weg. Und das finde ich halt super schade, so, weil klar, ey, Chumbroke, so, ne, deine Community steht da hinter dir, so, mach, was du möchtest. Aber überleg doch mal charakterlich. So, sonst tust du doch immer so auf, ey, ich bin so ein fairer Mensch, man muss Menschen mit Respekt behandeln, bla bla bla.
Warum behandelst du mich nicht mit Respekt? Weil ich ein normales Kritikvideo gegen dich gemacht habe? Bin ich deswegen kein Mensch mehr? Zähle ich für dich nicht mehr? Mach dir mal drüber Gedanken, Bro. Das sagt nämlich ziemlich viel über dich aus. Ey, aber, wie sagt ihr immer, Karma, Bruder. Karma. Beurteilung endlich wieder auf den Boden des deutschen Rechtsstaates geholt wurde. Da sprechen wir aber gerade von dem Rechtsstaat, den er um mehrere Millionen Euro betrogen hat. Aber nur dumm ist, dass es selbst in Deutschland, in einem Rechtsstaat, von dem du sogar besonders Gebrauch machst, auch nun mal typisch ist, dass selbst wenn ich die finanziellen Mittel nicht habe, hätte oder sonst was, ich trotzdem einen Anspruch auf einen Pflichtverteidiger habe. Vielleicht ist der Anwalt dann nicht so krass wie deiner, aber ich meine, am Ende des Tages geht es hier sowieso nur um Schwachsinn. Zivilrecht. Ja, guck mal, vor allem, ich finde auch den Punkt, den ABK hier gebracht hat, den hat er gar nicht ausgeführt, weil mein Argument war ja, warum gehst du gegen Dinge vor, wo du zu 100% verlierst, wenn du weißt, dass du verlierst? Also ABK geht vor Gericht und selbst wenn er Pflichtverteidiger hat, wo er vielleicht gar nichts, er kriegt keine Prozesskostenhilfe, aber na, wenn er jetzt wirklich einen richtig günstigen Anwalt hätte, irgendwie das günstigste, was man machen darf in der Gebührentabelle, whatever, so ist es halt so, dass er trotzdem die Anwälte, also dass er trotzdem ja seinen Anwalt trotzdem bezahlen muss, da muss er den Anwalt von Tobias Hoch bezahlen und er muss die Gerichtskosten bezahlen und dann halt noch die Strafe, die er sowieso kriegt, halt obendrauf. Natürlich hast du das Recht, dagegen vorzugehen, auch wenn du kein Geld hast. Das will ich gar nicht verneinen. Ich will dir ja das Recht nicht absprechen. So, aber es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, gegen etwas vorzugehen, wenn du weißt, dass du verlierst, weil du dann nur noch mehr Kosten hast. Und wenn du kein Geld hast, dann solltest du die Kosten ja gering halten eigentlich. So, weißt du? Vor allem ist es eine Lüge von ABK. Ich habe niemanden um mehrere Millionen Euro betrogen. Habe ich auch in meiner ersten Reaction gesagt. Ja, das ist halt dieses typisch dumme Menschen halt, ne? Also einfach halt irgendwie auf die Persönlichkeit von denen gehen oder an, also halt einfach so die schlimmsten Sachen quasi rausholen, die man halt finden kann. So einfach den Charakter bzw. die Person angreifen, anstatt wirklich auf die Argumente einzugehen. Ne? Unnötige Scheiße, die KuchenTV jetzt einfach versucht hier auszufechten, weil ich ihn habe. Und an alle anderen, macht so viel Abmahnungen, wie wollt, droht mir weiter. Vor ein paar Tagen habe ich wieder Drogen bekommen. Von irgendeinem Scheißprodukt, was ich mal am Rande erwähnt habe. Macht die Scheiße weiter. Ich wüsste gerne, welches Produkt das ist. Anscheinend habe ich ja voll viele Verehrer. Also ich habe mit Tim vor 3 Wochen ungefähr Schluss gemacht, weil er so viele Ausraster kriegt und ich das... Am liebsten würde ich Gina mal hier nach Istanbul holen und die sollte mal alles erzählen. Sie sagt ja in ihren Stories, nachdem sie ja das Jugendamt auf ihn gehetzt hat, ich will nichts mehr öffentlich erzählen. Das wäre doch einfach krass, Bruder. Gina, falls du das siehst, komm hier hin. Komm, wir reden über Tim. Das wäre ja wunderbar. Finde ich zum Beispiel auch nett von ihm auf jeden Fall. Weil ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, dass wenn ich auspacke, würde auch einiges rauskommen, was man gar nicht denken würde. Trump Broke, warum lädst du mich nicht ein, um mal klar Tisch zu machen und wirklich mal Sachen rauszuhauen, wie es vielleicht wirklich gelaufen ist? Ist ja schon sehr, sehr komisch eigentlich, auch da wieder nur eine Seite anzuhören, oder nicht? Einfach nicht mehr konnte. Dann ist er wieder auf ein Schelm, wer Böses denkt. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt nicht sofort gehe, dann schlägt er mich grün und blau. Hat dann an mein Haar. Ja, vor allem das Ding ist, ihr müsst mir echt überlegen, Trump Broke, der sich die ganze Zeit darüber lustig macht, auch über Gewalt gegen Frauen und so, will dann ein Video machen, wo er sie einlädt. Topcack nennt man sowas, glaube ich. Nein, Spaß. Ja, komm. So, mal gucken. Findet er das jetzt lustig? Da bin ich ja gespannt. Er lacht wirklich ein bisschen. Andere haben Kinder in deren Alter. Oh, gefährliche Genie in Sausaliti. Trinke nicht, Weini. Ja, das habe ich auch gesehen, als ich Kuchen gestalkt habe. Irgendein Typ hat geschrieben, sie hat wohl irgendwo, ist irgendwo fremdgegangen. Ist das. Ich glaube dieser DM nicht. Ich habe aber andere Gerüchte gehört, dass sie mit anderen Influencern was hatte. Aber Weini, wenn Kuchi schlagi, raus aus Sausalito Paletti. Genie. Ja, es ist beim zweiten Mal gucken fast noch unangenehmer, ne? Digga. Genie, ich dachte, du wolltest was trinken, Sausaliti. Genie, trinken, Sausaliti. Aber kein Alkohol. Das ist das Thumbnail. Und dann sperren wir von Genie. Es ist so unangenehm, wirklich. Ich glaube, dass andere Influencer, seriöse Quelle, irgendwas mal gesagt haben. Ja, vor allem, ich meine, guck mal so, wenn Sean Brokitz davon ausgeht, dass meine Ex wirklich fremdgegangen ist, ist es ja auf jeden Fall umso ehrenhafter, ihr dann quasi Rücken zu geben. Weil das ja generell auch einfach ein sehr cooles Verhalten ist, fremdzugehen. Ne? Finde ich gut, dass Sean Broke das dann unterstützt quasi. Ne? Finde ich auch sehr nice.
nicht, Bruder. Wallah, das sind Sachen, die nicht bocken. YouTuber, die dich hochnehmen, Bruder, wie ein ABK, Bruder, die willst du nicht als Feind haben. Das macht einfach keinen Spaß. Stell dir vor, deine Frau hat sich, deine Frau, Entschuldigung, die war ja nur zusammen, hat sich von dir getrennt und er schlacht das aus und nimmt die DM, die Kuchen davor gewartet und die spielen das nochmal nach, dass sie fremdgegangen ist, Bruder. Nee, bockt sich nicht. Warum sollte ich jetzt ABK nicht als Gegner haben? Also Real Talk, solche Szenen sind halt jetzt mal wirklich das Beste, was einem passieren kann. Weil es einfach für jeden, der halt nicht 12 ist, mega unangenehm ist. Und ich meine, logischerweise, ich meine, die wollen mich natürlich damit fronten. So, guck mal, das Ding ist Real Talk. Ich kann nicht beweisen, oder mir ist es auch egal. Ich weiß nicht, ob Gina fremdgegangen ist oder nicht. Es ist mir jetzt aber auch egal, weil wir sind nicht mehr zusammen. Wir kommen auch nicht mehr zusammen, das will ich gar nicht. Es juckt mich nicht. So, selbst wenn die was mit 30 Typen hatte, es ändert nichts an der Situation, in der wir uns befinden. Es ist mir egal. So, fremd zu gehen ist sowieso, also es wäre ja sowieso nicht mein Fehler gewesen, logischerweise, sondern der von ihr und würde, wenn, einfach nur zeigen, dass sie halt ehrenlos ist und Beleidigungen, die ich hier jetzt einfach mal nicht droppe halt, ne, weil Leute, die fremd gehen, sind nun mal einfach halt ehrenlose, ihr wisst schon. So, das Ding ist, sie fronten damit halt im Endeffekt einfach nur Gina. Denn wenn das stimmt, und ich denke, die gehen davon aus, dass das stimmt, keine Ahnung, machen sie halt, also beleidigen sie damit halt einfach Gina. So, sie zeigen einfach Gina, was sie halt für ein ehrenloser Mensch ist. Und genau das gleiche zum Beispiel jetzt bei dieser Szene mit der Gewalt, wo die das mit dem Besen nachgespielt haben, ist genau das gleiche. So, ABK geht davon aus, dass das passiert ist und spielt danach, wie Gina geschlagen wird. Er macht sich da einfach über Gewalt gegen Frauen lustig in einer Situation, wo er wirklich denkt, dass es diese Situation gegeben hat. Das ist einfach nur absolut respektlos dem angeblichen Opfer, also Gina, gegenüber. Das sind super Vorlagen, Digga. Das ist perfekt, wenn er sowas macht. Wirklich. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum die da nicht einfach Gina raushalten können. So zum Beispiel einfach mal den Stream zensieren. Oder halt gar nicht zeigen, wäre natürlich noch besser, aber zensieren ist halt so das Beste. Oder solche Sketche, die, wie gesagt, das geht ja alles auf Lasten von Gina. So, mir ist es doch egal, was sie da machen. So, ich check das nicht. Also es ist mehr ein Video gegen Gina als gegen mich. Digga, es reicht! Was für, aber was musst du für ein Top-Cack sein, dass du deine eigene Freundin schlägst? Generell Gewalt feiere ich gar nicht, distanziere ich mich voll von. Du bist so ein krasser Lauch, dass du dich nix traust, aber deiner Freundin auf einmal voll auspackst und die ganzen Kämpfe... Nee, Kuchen ist ja gerade zur Zeit mies breit. Er hat doch seinen Sport durchgezogen, oder nicht? Mach er doch. Für die du auf deiner verklebten PlayStation-Controller über die Jahre gelernt hast, hast du dann einfach mal in der Realität bei deiner jetzigen Ex... Ich mache Sport ab nächster Woche wieder. Also wirklich, ich konnte halt die ganze Zeit nicht. Freundin angewendet. Boah, stellt euch mal vor, die arme Freundin, die da zu Hause war. Und dann, bam, der haut die, die heult. Bitte auf, du bist stärker als ich. Er macht einfach weiter, bam. Und dann kommt noch öffentlich dieses, wir schweigen das jetzt tot. Und ich weiß ganz genau, könnt ihr schon an das Statement erinnern. Und ich kann es halt auch leider nicht ungeschehen machen. So gerne ich das halt nie gemacht hätte. Er hat es ja selber zugegeben schon gehabt, weißt du, ich meine. Ich verstehe nicht, warum er das so in die Länge gezogen hat, im Sinne von, nee, war nicht so, war doch so, war nicht so, war doch so. Und direkt offen... Bruder, Plot-Twist, Alter, sonst ja die Kuchenstaffel nach einer Staffel schon zu Ende. ...mit umgegangen wäre, kann ich es leider nicht ändern, dass ich das nicht gemacht habe. Viele Leute haben sich ja darüber beschwert, dass ich Gina jetzt 3 Jahre als Lügnerin habe öffentlich dastehen lassen. Und das ist richtig. Ja, zu Recht. Und genau das Video hast du auch offline... Und dieses Video ist raus. Stimmt. Stimmt, Digga. Vielleicht werden wir die Videos mal wieder öffentlich stellen. Wir haben auch drauf reagiert gehabt. Genau, damit du vor Gericht weiterhin deine Spielchen machen kannst. Mach doch. Also erstmal könnte ich die halt striken lassen. Das ist schon mal das Erste. Also was ist das für eine dumme Drohung? Das Geile ist auch, dass ABK einfach weglässt, warum ich das Video auf privat gestellt habe. Und zwar, weil ich danach ja veröffentlicht habe, dass das halt ein Prank gewesen ist. Warum soll ich dann Videos, die falsch gewesen sind, weiterhin online lassen auf meinem Kanal, die halt dann quasi nicht die Wahrheit zeigen? Das sind so Informationen, die ABK zum Beispiel weglässt. Aber wehe, Christian Solmecke lässt irgendwas weg, das ist ganz schlimm. Dann ist er nicht neutral und Nazi. Ne? Nachdem sie Schläge von ihm kassiert hat, hat sie sich endlich von ihm getrennt. Sie ist das geworden, was jede Frau und vor allem Mutter eines Kindes werden sollte. Selbstbewusst. Auf jeden Fall. Eine gestandene, emanzipierte Frau. Digga, ich finde das so geil, dass er einfach sagt, ja, selbstbewusst, emanzipiert, die ist am Start. Und dann eine Sekunde später zeigst du den Livestream, wo sie heult. Digga, das ist halt, also, ich weiß nicht, ich glaube, ABK meinte das ironisch und wollte damit Gina nochmal angreifen, so, anders kann ich mir das halt nicht erklären, so, ne, um ehrlich zu sein, es ist so dumm, das macht gar keinen Sinn, ich feiere das so hart, es ist halt...
Die ist so selbstbewusst und so eine eigenständige Person. Und hier, guck mal, da sieht's komplett am Ende in dem Livestream. Das muss ich euch zeigen. Oh mein Gott. Es ist so geil, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das ernst meint oder nicht. Aber es ist so dumm, wirklich. Frau da irgendwie reinzuzwingen. Oh, na, deinen Disney-Frozen-Film habe ich schon lange durchschaut. Aber als aus deiner Beziehung... Ja, ja, das war ja auch klassisch, Bruder. Kaum gibt's Beef im Sinne von, ja, guck mal, die verstehen sich nicht und das passiert. Posten die ganze Zeit Bilder. Ja, wir sind glücklich, dies, das. Drei Monate später wird sich getrennt. Frau. Stimmt halt, wie gesagt, einfach auch gar nicht. Also ja, da haben wir halt gepostet, unsere Klassenfahrt ist noch besser als unsere Beziehung. Bro, du weißt aber, dass es genau da gewesen ist, wo ABK halt gesagt hat, dass wir keine glückliche Familie sind, dass wir nicht glücklich miteinander sind und so weiter. Und wir das die ganze Zeit ironisch aufgefasst haben. Also ich verstehe das einfach nicht, ne? Weil bei zum Beispiel ABK und so weiter wird immer gesagt, ja, Digga, diese Ironie, mega lustig, so, der meint das gar nicht ernst, der macht nur Spaß. Aber bei mir, zum Beispiel von John Broke, wird alles, was ich gesagt habe, immer auf die Goldwaage gelegt und es wird gesagt, ja, guck mal, ihr habt jetzt dann plötzlich genau dann immer gepostet, dass ihr eine krasse Familie seid. Ja, weil wir das ironisch aufgefasst haben. Ich weiß gar nicht, kennt Shamrock das Wort Ironie überhaupt? Ich will jetzt auch wirklich nicht halt, will jetzt auch da, wie gesagt, da nichts vorwerfen, ne? Also das sind schon krasse Wörter, die kennt halt nicht jeder, ne? Alles gut. Du schlangerst irgendeine mainstream-gerechte Disney-Plus-Sendung machen oder was, Alter, damit du schön dein family-friendly Content bringst. Und auch so krass, wie der so öffentlich darüber redet, so, ja, ich bin jetzt von der getrennt, so, der redet Motto auf gechillt darüber. Die ganze Zeit, Bruder, er ist voll einsam, er versucht ständig mit diesen Talks Frauen dazu zu bringen, anzuschreiben, Bruder. Wallah, ich würde gern mal sehen, welche Frauen ihn schreiben. Er hat mich doch so als hässlich betitelt gehabt und so, ja, und er sagt, er ist nicht gut aussehen und so. Und er denkt, ich bin eifersüchtig auf ihn, weil er mehr Frauen klärt und sowas. Ey, das ist so ein Clown, ohne Witz. Ey, John Broke, du kannst mir gerne schreiben. Ich kann dir gerne sagen, wer mir schreibt. Das ist gar kein Problem. Mann, voller geiler Türkuchen. Man sieht Videos, wie der mit anderen Weibern draußen rumleckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht treffe ich mich ja mit Frauenschlägerin irgendwann mal in dem einen. Bruder, hart. Mann, das muss ich nochmal sehen. Videos, wie der mit anderen Weibern Starkkuchen, stark. Draußen rum. Player! Vielleicht treffe ich mich ja mit Frauenschlägern TV irgendwann mal in... Ja, doof, ne? John Broke, irgendwie doch nicht so einsam anscheinend, war. Ziemlich doof gelaufen. Und die hatte anscheinend ja auch einen ganz guten Körper, wenn man ihn mal angeguckt hat, ne? So, weißt du, das sind halt zum Beispiel so Dinge, die ich halt einfach nicht nachvollziehen kann, so, ne? Immer so dieses, ja, du bist einsam. So, ich weiß nicht, zum Beispiel der Grund, warum wir das zum Beispiel im Stream oder so öfter mal besprechen, so dieses ganze Frauenthema und so weiter, ist halt auch, weil halt oft einfach Fragen kommen, so, ja, wie geht's dir als Single, ne, was machst du so, wie läuft's, bla bla bla, wie gehst du vor, so, warum sollte ich denn auf dieses Thema halt nicht eingehen, so, ob ich Single bin oder nicht, kann ich doch darüber sprechen, so, das ist doch gar kein Problem. So, weißt du, und ich finde das halt, wie gesagt, halt lustig, weil er eben gerade noch sagt, ja, du bist alleine, so, ne, und ich würde gerne mal die Frauen sehen, und da wird dann einfach, zack, Digga, ne, wird man einfach gefilmt. Was ich übrigens aber auch nicht verstehe, warum ABK das reinnimmt, so, also das Ding ist, also Real Talk, das ist ja nur ein Argument für mich, so, das checke ich auch nicht, so, weil ich kann halt dir zeigen, so, ja, guck mal, ich komme doch bei Frauen an, und die hat halt einen guten Körper, und die sah auch so gut aus, davon ist abgesehen, so, ne, aber das hat mir einfach geholfen, das hat mir in die Karten gespielt, dass ich jetzt halt irgendwelchen Leuten immer das schicken kann, wenn die jetzt so sagen, ja, du bist einsam, und so kann ich einfach sagen, ja, guck doch mal, da. War die minderjährig? Nein? Weiß ich nicht. In dem einen oder anderen Bordell kann ich auch... Ja, das war im, wann war das hier? World Club Dom, Frankfurt. Auch passt, dann gibt auch nochmal 50 Euro. Und mir war schon klar, dass sie sich trennen, weil ich auch damals ja erfahren, dass die Gina ihren Abschluss nachholt oder irgendeine Ausbildung abgeschlossen hat. Das hat sie wahrscheinlich dann auch in der Zeit angefangen und auch gemacht, weil sie sich dachte, boah, ich muss unabhängig von diesem ekelhaften Frauenschläger-TV sein, weil sie gemerkt... Genau, das dachte sie sich übrigens, weil normalerweise machen Frauen ja keine Ausbildung oder gehen nicht arbeiten, wenn die einen vernünftigen Freund haben. Danke auch an die Werte, die ABK hier weitergeben möchte. Das Jahr 1800 würde gerne sein Gehirn zurück. Dieser Typ ist so eine ekelhafte Persönlichkeit, der gibt dir... Ja, Gina war halt so ein Fangirl vom Kuchen, ne? Die waren beide noch sehr, sehr jung und kamen dann zusammen. Und dann hat sich das halt gezogen, gezogen, gezogen und jetzt seht ihr. Dankeschön für die 10 Euro. Wovon träumt die Katze nachts von einem Muskelkater? Zahlt dann was, man muss dann die ganze Zeit sagen, ich habe gezahlt. Komische Situation auf jeden Fall manchmal irgendwie halt logischerweise, ne? Also sie schläft auch auf der Couch, ich schlafe halt im Bett. Wenn sich Leute jetzt beschweren, das ist mein Bett, meine Wohnung, also ne, davon ab. Diese Allmann-Mentalität, verzeiht mir das. Deutsche Zuschauer, die hier sind und sich jetzt dadurch... Ja, Digga, deine Mentalität ist ja deutlich besser. Ah, oh, ich habe Beef mit Kuchen TV, ja, dann ziehe ich alles aus dem Zusammenhang, beleidige ihn, werfe ihm vor, Depression zu haben und beleidige ihn einfach die ganze Zeit. Digga, es ist eine viel geilere Mentalität, Digga. Real Talk. Das nicht böse, aber warum ist es in unserer Kultur normal, nicht zu sagen, ich habe das bezahlt, das gehört mir, das gehört mir, das gehört mir? Digga, das gehört sich einfach nicht. Wenn du eine Frau zu Hause hast, Bruder, und mit dir ein Kind zeugst oder was auch immer und ihr liebt euch, du sagst, du liebst diese Person, dann könnte ich doch niemals... Liebe ich nicht. ...sagen, das gehört mir,
Hä? Und ich entscheide, wo du schläfst und wo du nicht. Was ist das, Bruder, dass man sowas überhaupt ausspricht und sich nicht schämt dabei? Ihr könnt ja, wie gesagt, wurde das auch aus dem Zusammenhang gezogen, habe ich ja auch schon sehr viel gesagt. Aber es ist halt schon broke, so, ne? Mir das vorwerfen, aber dann selber nicht komplett drauf eingehen. Die Kulturen sind ja ein bisschen anders und verschieden, ne? Aber bei uns ist es ein No-Go. Es ist ein No-Go, Bro, sowas sagt man nicht. Ja, was kein No-Go ist, sind allerdings Beleidigungen, Beziehungen kaputt machen, also sagt er ja von sich, dass er das gemacht hat, das ist in Ordnung. Hetzen, Dinge aus dem Zusammenhang reißen, sich drüber lustig machen, wenn Beziehungen kaputt gehen, jemanden Depressionen vorwerfen. Das sind Dinge, die kein No-Go sind. Aber eine Frau nicht im Bett schlafen zu lassen, das geht gar nicht. John Broke, vielen lieben Dank, Digga, absolute Ehre. Meiner Meinung nach. Oh cool, hieß er ein R8. Ich bezahle die Miete, das Haus gehört mir. So, das sieht man auch daran, dass er die mittlerweile Mutter seines Kindes... Ja, Bro. Man zahlt beim Haus, zahle ich keine Miete, weil ich habe es mir tatsächlich gekauft. Ich zahle den Kredit ab, Bro. Dinge, die du dir vielleicht auch mal leisten kannst, wenn du halt nicht jeden Tag irgendwelche Anwaltsschreiben bekommen würdest. Auf der Couch schlafen lässt, während er in seinem vollgewickten Bett schläft. Und das ist ja klar, dass ich hier als Pädagoge auf dieser Plattform bekannt bin. Aber weißt du, was das Coole ist, da ihr ja schon ein bisschen älter seid? Ich mache auch noch hier für euch auf ehrenamtlicher Basis den gönnhaften Eheberater. Angesichts der Tatsache, dass ihr mich ja beide abgemahnt habt, werden wir uns doch höchstwahrscheinlich alle vor Gericht sehen. Oh. Das heißt, dank mir kommt ihr beide wieder zusammen. Und das auf ganz gechillt in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Ja, weil wir nämlich sonst halt nie zusammen chillen, so, ne? Ist ja klar. Also ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie Noah mal übergeben müssen oder so, sondern ich gebe ihm einfach einen Kompass in die Hand, Rucksack und sag so, lauf mal zu Mama, wir sehen uns. Ach, er wird bestimmt seinen Anwalt schicken, nur. Er wird da selber nicht hingehen. Nämlich vor... Vor allem, warum soll ich überhaupt da hingehen, Digga? Es geht doch um das Ding von meiner Ex-Freundin. Warum denkt er überhaupt, dass ich da bin? Das ist so dumm, Alter. Wirklich, ich check das nicht, Alter. Gericht. Und was hat jetzt unser Frauenschläger-TV? Nachdem er seine Frau aufs Übelste zusammengeschlagen hat, nachdem er voll die Scheiße erzählt hat und sonst was, was haben dir deine 100 Videos gegen mich gebracht? Das hier. Ein schönes, dickes Haus, in dem du jetzt alleine wohnst, weil deine Freundin ist jetzt weg. Alleine mit dem Sohn. Und dein Sohn wird später sehen. Ja, guck mal, das ist auch... Ich glaube, ey, ich ist wirklich einfach getriggert. So müsstest du mir überlegen. Er frontet mich hier. Was haben die Videos gegen mich gebracht? Ein schönes, dickes, neues Haus. So, das hast du jetzt davon. Also ich... Alleine das zu sagen, ist doch schon absolut dumm. Oh nein, ich habe ein Haus, nachdem wir jetzt Beef hatten. Digga, scheiße. Oh mein Gott. Wie gerne würde ich lieber in dieser Wohnung hier bleiben, ey. Oh Mann. Verdammt. So, und das Geile ist auch dann wieder so dieses, ja, deine Freundin ist weg, du bist einsam. Und zeigt halt eine Minute vorher einen Clip, wo ich mit irgendeiner rummache. So, also offensichtlich bin ich ja gar nicht so alleine, wenn ich da auch mit irgendwelchen Frauen halt rummache, so anscheinend, oder? Ey, das ist halt, also wirklich, das ist halt, also er widerspricht sich ja wirklich einfach selber mit dem, was er zeigt, weil er alles irgendwie in dieses Video hauen möchte, aber das meiste einfach überhaupt keinen Sinn macht. Ja, vor allem er selber ist auch Single. Ich finde es immer geil, dass Leute das immer halt so negativ hinstellen, wenn man Single ist, als wenn das irgendwas Schlechtes wäre, so. Hä? Und ich meine, vor allem habe ich ja, also ich bin ja gar nicht alleine in dem Haus, sondern die Hälfte der Zeit wohnt ja mein Sohn noch mit da. Ich check das nicht, ey. Wirklich. Bäh, also. Der ist mein Vater. Ich glaube, ABK ist... So traurig und hart, wie es sich anhört, genauso wird es sein. ...ist eine bessere Bezugsperson. Und für diese ganzen Sachen, die du gemacht hast, werde ich dich nicht in Ruhe lassen. Und guck mal, die Leute haben tatsächlich, er hat den Spieß bei seinen Zuschauern so umgedreht, dass er sagt, guck mal, der macht sich über Depressionen lustig. An der ist Stelle doch auch hier. So. Gottverdammten Idioten. Ich hatte selber Depressionen, okay? Zweitens, ja, dann ist okay. Ich habe mich nie darüber lustig gemacht, dass das Kind alleine aufwächst. Ich habe gesagt, dass das traurig ist. Ich bin selber... Du hast drüber gelacht, Bruder. Du hast drüber gelacht. ...ohne Vater aufgewachsen und das ist nichts Schönes. So, und mein Ziel war einfach gesagt zu haben, so wie er auch sagt, Digga, hat sich das jetzt gelohnt? Diese 100, 200, 300.000 Aufrufe, die du ständig... Ja, Bruder, es hat sich sowas von gelohnt. Die Beziehung ist nicht deswegen kaputt gegangen. Die wäre sowieso in die Brüche gegangen. Ich habe ein Haus, ich fahre mein Traumauto, ich habe einen Sohn, ich habe geile Freunde. Ich habe durch die ABK-Videos ja auch eine große Reichweite aufgebaut. Ey, wer weiß, vielleicht habe ich dieses Girl nur kennengelernt wegen diesen ABK-Videos, weil ich sonst die Aufrufe gar nicht gehabt hätte und sie hätte mich vielleicht gar nicht kennengelernt. Digga, es hat sich sowas von absolut gelohnt. Das glaubst du gar nicht. Ey, ich würde das alles genauso wieder machen. Okay, ich würde vielleicht ABK nicht diese dumme Falle stellen und ich hätte auch vielleicht das Heulvideo weggelassen, aber sonst würde ich alles eins zu eins genauso machen, Digga. Wenn ich gemacht hast oder du gegenseitig gemacht hast, hat sich das jetzt gelohnt? Hast du nicht all deine Pistons verloren, weil es diesen Skandal gab von dir, wo du öffentlich geweint hast und es zugegeben hast, dass du die gehauen hast? Du hast doch das Video wieder rausgenommen, warum denn? Weißt du, ich meine? Hat sich das gelohnt? Leckt er mit so 20-Jährigen draußen rum und versucht auf cool zu machen und er weiß ganz genau, wird aufgenommen. Du wirst nie... Woher soll ich denn wissen, dass ich... Digga, ey... Bro, da hat mich offensichtlich irgendwer heimlich gefilmt.
woher soll ich wissen, dass es aufgenommen wird? So, vor allem, wenn man halt in, also jetzt, ne, ich habe ja mit diesem Girl halt gechillt, logischerweise, wir waren halt da und haben uns dann halt irgendwann geküsst und haben da halt rumgemacht. Als ob ich jetzt so dachte, Leute, ich mache jetzt rum, filmt das mal bitte einer, das muss cool sein. Digga, mich fuckt es selber ab. Also ich finde, also ABK, das, guck mal, dass er das veröffentlicht, ist für mich halt gut, weil das ist jetzt ein Gegenargument zu diesem, ja, du bist einsam, so bin ich ja offensichtlich nicht so, ne? Und übrigens war die auch nicht 20, ich glaube, die war 18 oder so, davon ist abgesehen, ja? Aber auf jeden Fall 18 plus. Und so, das Ding ist einfach, es fuckt mich jetzt selber ab, so, ne? Zum Beispiel, wo ich bei einer anderen Feier war, da wurde auch heimlich ein Foto gemacht, das wurde bei Snapchat gepostet, da wurde einfach sagen, hör, Kuchen klärt sich schon die dritte, stimmt auch einfach gar nicht, das war einfach falsch. So, das fuckt mich halt schon ab, wenn mir meine Kollegen sowas zusenden, dass es darum geht, so, weil es natürlich einfach meine Privatsphäre geht. Es geht überhaupt keinem was an, mit wem ich irgendwie rummache, mit wem ich was habe oder mit wem nicht. Und da wird auch noch gelogen. Ich meine, klar, für mich, so jetzt bei anderen Typen ist es halt dann cool, so, boah, Digga, Typ, oh, voll der krasse Typ, so. Ne, aber das ist halt, es ist halt, es ist eher nervig so. Ich feiere das nicht, wenn ich bei sowas gefilmt werde, weil ich ja logischerweise auch meine Privatsphäre halt wahren möchte. So, ich meine, ABK war wenigstens so korrekt, dass er die Person da zensiert hat. Ne, was schon sehr, sehr, also ne, an sich es sollte es normal sein, aber für einen ABK, das muss man ihn wirklich hoch anrechnen, dass er das getan hat, so. Na, das ist halt sehr cool, aber es ist nervig. Ich feiere das nicht, wenn man bei sowas gefilmt wird. So, es ist einfach nervig. Niemals, niemals, meiner Meinung nach, eine glückliche neue Freundin finden. Niemals. Das wird niemals passieren. Es wird einfach noch weitergemacht, wenn ich sehe, dass Leute ein Mimi dafür feiern, dass er taucht. Vor allem warum? So, das würde mich zum Beispiel auch interessieren. Warum sollte ich keine Freundin finden? Bruder, jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, selbst wenn du mich nicht magst, guck mal, was für Leute auch normale Beziehungen führen. So irgendwelche Vollassis im letzten Drecksviertel, die ganze Zeit irgendwie rumschreien oder sonst irgendwas, die dann nur Beef haben mit anderen, können sich auch lieben und an sich eine glückliche Beziehung führen. Warum sollte ich dann, so ein ganz normaler Typ, der ein paar Videos im Internet macht, das nicht machen? Also ich würde wirklich gerne mit Sean Brooke einfach mal darüber reden. So, weil er sagt es nicht, weil er das wirklich denkt, sondern weil er mir einen reindrücken möchte. Und wie gesagt, das zeigt nur deinen Charakter. Und für mich ist das okay. Aber denk mal drüber nach, ob das für dich okay ist. Okay. Lass mir das. Videos von jemandem machen. Ah, dann werde ich das so, auch immer und immer wieder, wenn ich Langeweile habe, einfach über dich reden. Safe. Dann komm mir an mit, oh mein Gott, ABK, dann danke für die Klicks. Nimm die Klicks mit, du bist unglücklich. Du bist depressiv, du bist traurig. Deine Freundin hat dich verlassen. Ja, guck, das ist wieder genau das Gleiche. Man macht sich einfach über Depressionen lustig. So, es stimmt ja einfach gar nicht. Und egal, wie er jetzt drauf reagiert, achtet immer auf seine Mimik. Er hat bestimmt schon drauf reagiert gehabt. Du darfst ihn auch gar nicht sehen. Er sagt immer, nee, ich bin gar nicht so, und das stimmt gar nicht, mir geht's gut. Alles Bluff, Bruder, alles Bluff. Digga, guck mal, weißt du, so, das ist auch wieder das Ding. So, John Broke, du hast gesagt, du guckst meine Videos gar nicht, du willst mich komplett ignorieren, du gehst nur auf Videos gegen mich. Woher möchtest du wissen, ob ich privat glücklich bin oder nicht, ob ich Depressionen habe, ob es mir gut geht oder nicht? Woher möchtest du wissen, ob ich bluffe oder nicht? Also jetzt mal Retalk, wenn ich so schlecht gelaunt wäre und so weiter, dafür, also die ganze Zeit schlecht gelaunt, depressiv und sonst irgendwas, habe ich dafür mein Leben nicht ziemlich gut im Griff? Ich weiß nicht, ich finde schon, um ehrlich zu sein, das ist schon ziemlich komisch, weil wenn ich jetzt wirklich depressiv und so wäre, dann würde ich wahrscheinlich halt nicht das Leben führen, was ich gerade lebe, führe, wie auch immer. Alles ist... Ich habe ihn mit einer Reaktion aus der Fassung gebracht, oder mit einer Reaktion, ihr wisst es alle selber, ihr kennt die Reaktion von mir. Ist weg, nichts ist mehr da. Tut diese aus der Fassung gebracht. So, als könnte ich mich nicht aus... Ja, safe schaut er mein Content, Digga. Junge, wetten, der ist mindestens einmal am Tag bei Instagram auf meinem Profil, guckt, was ich poste. Der guckt auch meine Videos privat, hundertprozentig. So, ich wette, er weiß selber, weil damals hat er meine Videos ja auch geguckt. Und selbst wenn ich ihn gefrontet habe, ich glaube, der guckt immer noch meine Videos. Vielleicht nicht jedes, aber wenn ihn das Thema interessiert, safe, guckt er da noch rein. Zumindest auf KuchenTV oder ein paar Reactions oder so, kann ich mir schon vorstellen. Kann das aber nicht zugeben, weil er halt so diese Mentalität hat. Weißt du, er selber redet sich das halt so ein im Sinne von so, ja, ja, ich, Typ, richtig unglücklich und so weiter. Er weiß selber, dass es Bullshit ist. So, John Broke, ey, Real Talk so, lad mich ein. Wir sprechen auf deinem Kanal, wir sprechen auf meinem Kanal. Wir können gerne über diese ganzen Themen einfach mal reden. Ich lade dich ein, komm 4 Tage nach Braunschweig. So, du siehst, wie ich arbeite, du siehst, wie ich chille, was ich mache, was so abgeht in meinem Leben. So, und dann kannst du dich, das kannst du immer noch machen. Und am Ende müssen wir uns aber küssen. Okay? Ausdrücken oder könnt nur rumschreien, Alter. Ihr seid genau solche Clowns. Wer so einen Clown folgt und den als Vorbild nimmt und den supportet, ihr seid verloren. Meint jetzt die ABK-Leute? Aber auch ihr werdet irgendwann älter. Chillt einfach. Haben auch viele Leute gefragt, wie es... Boah, ich muss pinkeln, dann müssen wir uns hier beeilen. Wie lange geht das noch? Geht, ich muss tatsächlich zugeben... Das heißt, mir geht's ganz gut und mich stört das gar nicht. Das hat mir gut getan. Jetzt kann ich mich entfalten wie ein freier Adler. Mega gut, weil es einfach eine sehr erleichternde und befreiende... Spaziergang am Salzgittersee. Da sehe ich mich. Nein, aber wie gesagt, also ich finde es immer halt sehr, sehr schade, wenn Leute einem das halt so vorwerfen, weißt du, weil...
Guck mal, also John Broke wird das jetzt wieder als Lüge hinstellen. Es ist Real Talk so, dass diese Trennung einfach sehr befreiend gewesen ist. Weil es halt Dinge gab in der Beziehung, wo ich mich einschränken musste. Zum Beispiel hätte ich nicht mit der 18-Jährigen darum machen können. Das ist schon belastend in einer Beziehung. Nein, aber jetzt mal Real Talk so, ne? Das ist einfach in der Beziehung halt einfach so gewesen. Das ist auch gar nicht gegen Gina gewesen, weil wir einfach so menschlich nicht mehr zusammengepasst haben. So, und so eine Trennung kann Real Talk, und es ist nun mal einfach so, mega befreiend sein. Das ist nun mal einfach der Fakt, weil ich jetzt halt Dinge machen kann, zum Beispiel, auf die ich vorher Rücksicht nehmen musste, die ich halt vorher nicht machen konnte. So, ich merke selber, dass ich halt viel freier lebe zum Beispiel. So, auch meine Leute haben gesagt, dass es mir seitdem, dass ich halt viel glücklicher aussehe, ne, meine Haut ist auf jeden Fall weicher geworden, ich habe Bartwuchs ein bisschen bekommen, so. Na, guck mal, ich habe mich vor 2 Tagen das letzte Mal rasiert. Wenn ihr genau hinguckt, da ist ein Haar, Digga. Da ist ein Barthaar. Nach 2 Tagen. So, ja, und wie gesagt, ich finde es einfach immer sehr schade, wenn das halt so hingestellt wird, weil man dafür auch gar keine Belege hat. So, und ja, weiß ich nicht. Weil der Entscheidung gewesen ist, mir geht bestimmt Zeit gut, ich guck. So ein Bluff. Er hat jetzt Probleme, sein Sohn wird ihm vielleicht weggenommen. Nee, das ist schon geklärt. Wird nicht locker lassen. Und auch wenn, nach ein paar Jahren, wird die Mutter ihn auf den Jungen einreden und sagen, guck mal, so und so ist passiert und dann wird er seinen Sohn verlieren. So. Auch das wird sie nicht machen, weil das einfach ehrenlos ist, weil ein Kind braucht beide Bezugspersonen, man redet nicht schlecht. Das andere Elternteil vor dem Sohn. Da sieht man mal, wer leider keine Erziehung genossen hat, dass er davon ausgeht, dass Gina sowas macht, ne? Weil das scheint bei ihm ja ein normaler Move zu sein, den er machen würde, sonst würde er das ja nicht Gina vorwerfen. Naja, Digga. Das ist meiner Meinung nach. So wird's passieren. Und was hast du jetzt davon gehabt? Du hast alles öffentlich gezeigt. Du hast deine Freundin gezeigt. Du hast gesagt, dass du ein Kind hast. Du hast diesen Film geschoben, Junge. Du wolltest diesen Beef mit diesen Leuten haben. Du hast uns zu Feinden gemacht. Weißt du, ich meine? Och, Digga. Du laber mal nicht. So, weißt du, das ist so dieser Mitbringsel von ABK, der so ein paar peinliche Reactions macht und jetzt denkt, ja, uns willst du nicht als Feinde. Digga, verpiss dich, Alter. So, ja, dich nehme ich mal mit, um ein paar Klicks zu machen. Hat tatsächlich nicht so gut funktioniert, weil es juckt sich keiner für dich, Digga. So, auf meinem Kanal zumindest nicht. Da kommen die ABK-Sachen deutlich besser an. So, aber tu dich doch nicht so auf im Sinne von uns willst du nicht als Feinde. Digga, was willst du? So, verpiss dich, Alter. So. Ob du mich in einer Reaktion schlecht redest und diese Tatsachen verdrehst, es ändert nichts daran. Genauso wie ABK gesagt hat, du bleibst unglücklich. Wir sind wirklich glücklich, Bruder. Du nicht. Es interessiert keinen. Jeder hat seine Community und du bist alle. Ja, ja, du tust so, als ob du glücklich bist. Aber wir sind wirklich glücklich. Das musst du uns glauben. Wirklich. Also gerade ABK ist gerade sehr glücklich. Der hat sich einfach 5000 Euro geliehen und die einfach das Klo runtergespült. Geil, nein, Alter. Weißt du, ich meine. Und damit beende ich das Gespräch. Wenn du wolltest, dass du auf weitere ABK-Videos reagieren sollst, dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Wir jagen dieses Jahr noch die 500.000 auf diesem zweiten Kanal. Ich bin. Wow, Digga, dein Ziel ist, 18.000 Abonnenten zu machen auf dem Kanal. Gut, was soll ich sagen? Ich wäre froh, wenn ich wieder plus was mache. Ich bin unglücklich. Ja, Digga, weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen? John Broke ist einfach eine peinliche Witzfigur, so. Real Talk, weißt du? Aber das finde ich zum Beispiel wieder so schade, weil wenn man sich wirklich treffen würde, wenn man wirklich einfach mal eine halbe Stunde miteinander quatschen würde, so sich wirklich mal so Austausch, was auch diese ganzen Themen und so weiter angeht, würde er safe danach sagen, Bro, es tut mir leid, dass ich so über dich geredet habe. Aber das will er nicht, weil ich habe das Dubai-Video gemacht und er ist leider noch ein bisschen butthurt. Ey, tut mir leid, dass ich so krasse Videos mache. Bro, kann ja nicht ändern.